Wunderschönen guten Tag. Wir sind im Secret Level jetzt. Genau jetzt nämlich. Secret Teleporter found. Proceed to Secret Level. Da kann man wahrscheinlich wieder nicht speichern. Ja, can't save in Secret Level. Das ist unschön, sehr, sehr unschön. Man kann auch nicht rausfliegen hier. Das war aber sonst anders, oder? Konnte man nicht direkt wieder raus. Richtig unangenehm. Secret Level 5. Es kann sein, dass hier eine andere Musik irgendwie dran ist, aber weiß ich gerade nicht. Ich hab vergessen nachzugucken. Deswegen einfach scheißegal. Wir lassen es hier einfach so laufen. Sind das Schalter? Wir werden es gleich rausfinden. Wir können direkt schon mal konvertieren. Ich will speichern. Ich will immer speichern. Aber normalerweise ist das Gute an Secret Leveln, dass man sich da eigentlich ganz gut auffüllen kann. Wir werden sehen, wie das dieses Mal aussieht. Was erwartet uns hier? Also an sich sind sie ja eher leicht. Ganz viele Lavafälle. Eher leichte Secret Level. Ich habe Angst. Das erste Level des Systems, wo das Secret Level drin versteckt war, ist, das ist ja an sich auch sehr einfach gewesen. Und auch wenn ich es noch nicht fertig geschafft habe, aber es fehlt nur noch der Reaktor in der roten Tür. Eigentlich das Mikrofon nah genug, oder? Klingt das besser? Wir lassen es mal so. Es ist ein komisches Level, ist noch nichts passiert hier und vielleicht gibt es auch gar keine Gegner. Das hatten wir das schon mal irgendwo? Ohne Gegner? Wo ist dann die Spannung? Moment, hier kann man reingucken. Aha. Aber ich komme da nicht durch, ich bin zu groß. Gibt es eine Miniaturisierungsmaschine eventuell? Das wäre mal eine Idee, oder? Riesige Gegner und man selber ist ein winzig klein. Vielleicht wird man dann auch gar nicht erst gesehen. Okay, an was erinnert mich bisher diese Karte? An einen gefährlichen Roboter. Ii. Hilfe, Hilfe. Gibt es hier irgendwas Neues wieder? Ach, das Ziel schon. Das ist bisher mein Lieblings-Secret-Level, denn es ist sehr kurz. Es ist schon vorbei. Sehr einfache Gegner. Ey. Ich kann wieder nicht laden, das ist das Problem. Ich und nicht laden, das ist grauenvoll. Ich kann mich unsichtbar machen, aber warum sollte ich das tun, wenn das Secret Level schon vorbei ist? Aha, ein Schalter. Ein Schalterle. Es geht noch weiter. Es ist noch nicht vorbei. Wir machen das einfach mal. Walls opened. Cloaking Device. Doors opened. Aha, das ging jetzt auf. Ist aber auch nur für 4 guided, das war jetzt nicht das Wichtigste. Ist da der Guide drin? Das ist ein Ort, wo ich noch nie war. You cannot open this door. War ich jetzt zu langsam oder wie? Hier geht's noch weiter. Ich kann auf jeden Fall theoretisch jetzt mal kurz raus. Und dann ist doch, ich hoffe, der Fortschritt gespeichert geblieben. Oder war das nicht so? Oder komme ich jetzt gar nicht mehr rein? Jetzt nicht euer Ernst. Moment. Moment. Doch, ich komme noch rein. Ich speichere aber auf jeden Fall auf dem neuen Stand. Weil die Sorge Rechnung trägt, dass das nicht alles gesichert wurde. Ich fange jetzt am Anfang wieder an. Ups. Jetzt kann ich das wieder nicht laden. Was für ein Scheiß. Hä? Wo kommt der denn her? Wenn ich... Das ist das erste Mal ein komischer Reaktor. Und dann frage ich mich, ob das Level dann vorbei ist, ob es hier dann sonst nur noch Aufrüstung gibt. Was? You cannot open this door. Ich war wieder zu langsam offensichtlich. Wir gucken dann nochmal ein bisschen rum, ob es hier noch was gibt. Oder ob ich jetzt nur noch den Reaktor besiegen soll und dann ist es durch. Wahrscheinlich. Aha, 3 Türen. You cannot... Unverwundbarkeit. Was ist das denn hier? Gucken wir uns einfach mal durch um. Phrasen da durch. Wenn es keine Gegner gäbe, wäre das cool. Ja, es ist echt nur blöde Aufrüstung. Ich mag keine Aufrüstung. Ich schaffe das auch ohne. Wir fliegen einfach weit. Ach, ich glaube, ich bin eh falsch rum. Aha. Walls opened. Jetzt ist wieder irgendwas anderes offen. Ey, wie ich solche Rätsel-Dinger nicht mag. Jetzt geht das auf, oder wie? Nein, jetzt ist es irgendwas anderes. Super, ich darf raten. Das hier geht jedenfalls gerade mal auf.
Was bringt mir das? Das ist nur. Das ist nichts hier, was ich brauchen würde. Nö. Ich glaube, ich mache einfach jetzt den Reaktor tot. Hä, wo ist er hin? Dieser diffuse Gegner. Door unlocked. Ich höre ihn doch schmatzend, also. Hat er mich jetzt erwischt, obwohl er eigentlich durch die Gitterstäbe kommt? Alles unnötig. Da kümmere ich mich jetzt nicht groß drum. Ich würde sagen, ist eh alles zu, also was soll ich damit? Na, wir gucken uns noch hier ein bisschen um. Hier war ich. Ja, genau. Da kann ich noch durch. Ist das inzwischen offen? Nein. Unverwundbarkeit. Nehmen wir die mit. Was soll ich mit der? Ist die Frage. Soll ich jetzt einfach nur zum Reaktor rennen? Wir können halt oben. Das regt mich echt auf an diesem Ding hier. Moment, ich bringe mich mal kurz um. Wie kann ich mich. Ich bin eh fast tot. Ich müsste doch eigentlich gleich sterben, oder? Ne, ich kann machen, was ich will. Ich bringe mich nicht. Ich mach. Achso, ich bin unverwundbar. Habe ich vergessen. Ich muss. Ja, komm. Ich komme hier nicht mehr raus. Das ist doch scheiße. Wo kommt denn jetzt das Energiecenter her? Geil. Und noch ein Schalter. Doors opened. Das ist mir alles zu blöd. Das gefällt mir schon einfach ständig, die Türen offen zu sind. Und dann gibt es eh nur so eine minimale Aufrüstung. Was soll ich damit? Brauche ich nicht. Und dann geht es hier wieder nicht weiter. Und dann ist hier wieder Doors opened. Ah, das kotzt an. Dann geht es hier eh nicht weiter. You cannot open this door. Überraschung. Wo geht's hier lang? Man kann ja hier nicht sukzessive vorgehen. Man muss einfach hier durchrushen. Es gibt kein System, nach dem man hier vorgehen könnte. Jetzt komme ich hier eh nicht weiter. Jetzt wahrscheinlich irgendein anderes inzwischen offen wieder. Ich habe wohl den Durchblick hier auch. Ich habe so den Durchblick. Ah, ich komme nicht mehr weg. Gut, hier geht's weiter. Moment, jetzt so und so. Moment, hier war jetzt offen oder wie? Nee, immer noch nicht. Also, was soll ich damit? Geh mal wieder weg. Ich wollte mich eigentlich umbringen, aber ich sterbe einfach nicht. Ah, ich kann ja nicht mal laden, oder? Nee, ich kann auch nicht restauren. Ich muss... Hallo, stirbst du mal bitte? Danke, es geht ja doch. Puh, ist das schwer, sich umzubringen. Moment, dann restauren wir. Ich muss auf jeden Fall das Secret Level abschließen, das ist ja klar. Das heißt, wir bringen jetzt einfach den Reaktor um. Wir können vorher noch Shield ein bisschen erhöhen. Ich könnte es aber nicht speichern, ich weiß. Ja toll, das hätte ich besser machen können. Kann ich noch ein Stück weiter zurück vielleicht? Und der schießt dann gar nicht erst. Doch, der schießt. Der schießt. Und ich habe nicht getötet. Ship destroyed. Hm. Kriegen wir hin. Da bin ich zuversichtlich. Wir müssen das halt wieder ein bisschen... Ich könnte einfach reinfliegen, dann kann ich umherfliegen und dann trifft er mich nicht. So meine Theorie. Oder ich... Kann ich ihn blenden? Ich glaube, Reaktoren kann man nicht blenden. Mit den Flashs. Alle Gegner kann man blenden. Moment, da oben ist irgendwas. Es geht nicht kaputt. Jetzt Doors unlocked. Moment, wo ist denn hier eigentlich jetzt? Das Exit. Ich muss ja einfach nur rausfliegen wieder, gell? Ich habe aber so viel verloren. Jetzt kann ich es nicht open, ey. Ich hasse dieses Level. You cannot open. Das ist so mein Lieblingssatz. Naja, hier geht's raus. Gut. Mehr muss ich ja nicht haben an sich. Boah, wie viel Zeit habe ich denn? Wieso habe ich so viel Zeit? Die wollen, dass ich das Level jetzt noch kurz erkunde oder was? Jetzt sind alle Doors wahrscheinlich offen. Jetzt, wo es mir nichts mehr bringt. Wo es mir scheißegal ist. Super. Das ist immer noch zu. Leckt mich doch. Fett. Bin invulnerable. Also lass mich in Ruhe. Invulnerable. Invulnerable, genau bin ich. In meine Bauchnabel. Lass mich aber raus hier. Ich mach das gerade nochmal. Mir war das nicht souverän genug. Ja komm, schneller. Zum Glück kann man das ja laden. Ah, aber nicht so mit Alt. Nicht nur F3.
Gut, durch. So. Nun zu uns. Ich könnte einfach hier drinnen bleiben und ihn von hier aus töten. Was würde das dann sein? Moment, hier komme ich ja nicht mehr raus. Shit. Da war ja kein Ausgang. Das war nur der Eingang. Der hat ja nicht viel ausgehalten. Also alles kein Problem. Ich weiß nicht, ob ich das... Boah, ist das schwer, so einen Schalter zu treffen. Und bringt wahrscheinlich auch noch nicht mal irgendwas. Aber ich mach's trotzdem. Hab ja genug Zeit. Um jetzt... Moment, das hatte ich schon geholt. Ist das vielleicht wieder da? Ne, ist immer noch zu. Also wieder zu. Gut, aber das hier wollte ich mir holen. Bringt ein extra Leben. Ja, das lohnt sich doch. Da war unten zwar noch Gauss-Munition, aber ich habe eh genug. Ja, dann fick der Schlevel. Tschüss. Returning to Level 17. Und jetzt kann ich da nicht mehr rein. Ich könnte die Unverwundbarkeit schnell nehmen. Wie hieß es? Irgendwie so Dimensionsgefangen. Irgend so eine spezielle Bezeichnung hatte das. So eine coole. Aber das ist jetzt egal. Wir sind hier durch. Jetzt habe ich eigentlich noch Zeit. Moment, Moment, Moment. Genau, hier raus. Kurz kratzen. Am Oberlippenbart. Und dann gehen wir hier raus und suchen uns den Reaktor dieses Levels. Ich glaube, das dauert nämlich echt nicht mehr so lange. Die rote Tür wird nicht mehr viel beherbergen. Genau wie die gelben und die blauen bisher. Die waren auch nicht sonderlich pralle. Deswegen machen wir das gerade hier in diesem Video noch. Das Secret Level ging ja erstaunlich schnell und einfach und unnötig. Es gibt nur noch ein Secret Level und nur noch wenige reguläre. Wir haben es fast geschafft. Man sieht sogar schon den Reaktor oder zumindest den Bereich, wo er sein wird. Ja, hatten wir das schon mal so? So einen großen Bereich rot umrandet? Oh nein, ich höre einen Spawner. Hä, schießt der nicht? Wieso hat der denn nicht geschossen gerade? Da kommen immer wieder neue Gegner. Muss ich mich da irgendwie durchkämpfen? Boah, was ist das denn jetzt? Sekunde mal. Lässt du mich mal durch? Lässt du mich da... Ich möchte mich da nochmal umsehen. Drecksack. Moment, das war ganz unklug. Ich komme nicht mehr zu... You cannot open this door. Ja gut, zu wissen. Das war eben das, was ich mir nicht vorstellen konnte. Moment, jetzt habe ich aber das geschafft, oder? Scheiße, ich habe nicht einen neuen Stand gemacht. Scheiße. Jetzt muss ich hier wieder rauskommen. Ich kann auch zur Not den Reaktor hier nochmal besiegen. Ja, ich weiß. Ich will ja nur laden. Also bitte. Laden wirst du mir nicht verwehren. Speichern meinetwegen. Ich habe doch Alt gedrückt. Ist hier wieder die Batterie alle. Habe ich jetzt das Richtige? Ja, aber das ist trotzdem nicht angenehm. Die halten ja selbst so eine Gauss-Muni aus. Das ist total unfair, weil man hier nicht mehr raus kann. Einfach draufhalten, würde ich sagen. Andere Wahl habe ich gar nicht. Ja, und dann speichern wir neu. 10. Ich glaube, das war's aber jetzt. Das Schlimmste, meinte ich. Darf ich hier durch? Muss ich mich einfach schnell durchstehlen? Aha. Idiotiger Spawner. Noch mehr Gegner. Hallo. Wo geht's denn hier zum Reaktor? Ist der schon am Schießen? Ich erinnere mich, dass das Exit ja ganz woanders war. Da muss ich erstmal hinkommen dann. Da ist der. Ja, das sind. Haben die irgendwie ein anderes Design bekommen? Die haben noch nicht immer so ausgesehen. Oder verwechsel ich das gerade mit Descent 1, weil ich das so lange nicht mehr gespielt habe? Shield 75. Moment, das hatte ich doch gerade mehr, oder? 78, ja toll. Wieder hat er mir nicht abgezogen. Der kam doch gerade da rausgestürzt, sag ich doch. Jetzt kommt da noch einer dazu. Ha, 5 Shield. Leckt mich. Ich warte jetzt einfach. Ich kann länger warten als du. Da, er guckt. Er,
Er spioniert schon nach draußen und plötzlich hat er ganz viel Energie zu verlieren, zu verschenken. Moment, ich kann doch jetzt mit so viel Energie erstmal ein bisschen Shield wieder erholen. Ja gut, machen wir es hier drauf. Ich glaube, ich gehe lieber unten lang. Diese blöden Spawner, die immer weiter spawnen auf der Schwierigkeitsstufe Insane. Da war doch einer gewesen. Der Reaktor dreht schon völlig durch. Dabei bin ich noch gar nicht in Sichtweite. Er kann mich riechen. Sind das Totenköpfe? Nein. An den Wänden meine ich jetzt. Four Smart Missiles. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich entferne mich ja wieder. What? Ach so. Ha, cool. Nee, das überrascht mich gerade, dass es der Spawner ist. Kann ich den jetzt wieder damit aktivieren oder was? Nee, der ist nicht mehr zu aktivieren. Interessant, das ist gut zu wissen. Das erstaunt mich und er kann nicht dadurch. Doch, er kann durchschießen. Durch die kleinen Löschle. Oh, ich mache auf jeden Fall einen neuen Stand nochmal. Wir wollen ja nicht zu unvorsichtig handeln. Du fliegst schlecht. Wo ist das Exit übrigens? Ich habe einen Marker dran gemacht. Ja, da ist es. Sollte ich eigentlich finden. Zur Not sage ich dem Guide Bescheid. Kann ich mir kurz die Gauss-Munition schnappen? Vulkan-Ammo meinetwegen. Trotzdem ist es Gauss. Soll ich mich da noch ein bisschen umgucken? Ich denke nicht. Kann ich ihn einfach hier abschnallen? Abschnallen. Abknallen meine ich. Mit normaler Munition. Good old times. Oldschool-mäßig. Oh, da kommt was. Ich hab's doch gehört. Aus dem Nichts kam es. Das ist doch ein Spawner, der einfach alle paar Sekunden von neuem angeht, ohne irgendwelche Hinweise. Kommt da jetzt noch was? Ihr Drecksack, ihr lasst mich ja gar nicht mehr raus da. Muss ich da jetzt echt Bomben hinschnabulieren? Boah, diese schnellen Schüsse, die kennt man ja aus roten Leveln. Du Sack, du. Okay, dann Moment mal. Ey, ich drück doch alt. Das wird nie erkannt beim ersten Mal, wenn ich das so schnell nach dem Laden mache. Moment, wo bin ich? Okay, da mache ich dann einfach ein bisschen Empfangskomitee hin. Jetzt gehe ich mal links rum. Ist ja was anderes. Es sieht genauso aus. Man darf einfach die Vulkan-Ammo nicht einsammeln, glaube ich. Gut. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Da ist irgendwas. Etwas nicht reaktormäßiges. Das war nur die Wand, glaube ich. Der Reaktor dreht völlig durch. Treffe ich ihn? Ach Moment, das ist er. Ich habe dieses Design verwirrt mich total. Wollte ich mal kurz anmerken. Habe ich jetzt? Nee, da habe ich noch keine. Die muss ich da schon hinlegen. Ist eigentlich egal, in welche Richtung ich gehe. Da gibt es eh nichts anderes. Die Flash von links. Ja, ich glaube, das ist... Oh, da gucken sie schon raus. Wie weit der noch kommt. Das ist unglaublich. Ja, gut so. Eigentlich müsste er mich jetzt nicht treffen können. Komm schon, stirb. Einfach sterben. So. Verlassen wir einmal diesen Level, das war jetzt nicht schwer. Da hinten, ich wusste, da ist noch ein Gegner. Ich hab's gerochen, ich hab's gesehen. Da ist bestimmt noch irgendwas Geiles jetzt. Aber ich komme eh nicht hin. Dazu bin ich nicht in der Lage. Ich hoffe nur, dass ich jetzt hier rauskomme. Ich habe da schöne Bomben gelegt. Wo sind die hin? Ach, da ist was aufgegangen. Dann nehme ich mir auf jeden Fall das noch mit. Lass mich da raus. Boah, hat er nur auf mich gewartet, der Depp.
Ach, hier geht's ja gar nicht raus. Ich muss echt durch den Spawner. Was ein Bullshit. Wer hat sich das denn ausgedacht? Man hat keine Zeit. Die wollen einen hier alle Waffen nehmen. Indem sie das Schiff zerstören. Wieso schießen die nicht? So, ich hab's überlebt. Das ist mir jetzt gerade am wichtigsten. Ich muss jetzt nur noch rausfinden, wo ich hin muss. So weit, ja klar schaffe ich das. Ist doch easy. In 8 Sekunden. Träumt weiter. Ich muss sie erstmal finden. Ich bin irgendwie falsch. Das schaffe ich niemals. Hier unten? Kann ich hier unten bleiben? Ich komm, die halten mich irgendwie fest. Ach, es ist gar nicht mehr so weit. Ich kann es also schaffen, wenn ich einen besseren Weg finde. Vielleicht werde ich nicht festgehalten, es ist einfach nur, weil der Afterburner weg ist. Ja, ich schaff das. Moment. Ich schaff das. Es wird zwar gleich weiß, aber ich schaff's trotzdem. Ja, wie, was hat mich denn jetzt so festgehalten? Dieser Afterburner ist so dumm, wenn er leer wird. Irgendwas ist hinter mir, das hält mich fest. Es wackelt und rumpelt. Ach, da sind noch Gegner plötzlich. Da kommen plötzlich noch Gegner raus, natürlich. Natürlich. Fair ist das, fair. Es wackelt so. Ich gehe immer hier rum. Ja, ich sehe nichts mehr. Toll, will ich gar nicht sehen. Nö, das sehe ich nicht ein. Jetzt wieder mit schwachen Waffen. 10 Sekunden ist ein Witz. Ich muss das besser hinkriegen vorher. Was, wo kommen die ganzen Gegner her? Wie soll man die denn dann noch besiegen in der kurzen Zeit? Ja, ja, ja. Ja! Alles andere egal. Hauptsache geschafft. Tolles neues System. Aber so ein Arschloch-Move am Ende. Level 17 complete. Ihr Tor 3 destroyed. Shield Bonus, Energy Bonus. Ach, ich habe da irgendwie keine Gefangenen gesehen, aber ich glaube, dann gibt es die auch nicht. Oder die waren hinterm Reaktor. Egal, wer braucht schon Gefangene. Wenn sie sich schon gefangen nehmen lassen, ist es selber schuld. Skill Bonus, Full Rescue. Was war denn das nochmal? Auch für die Gefangenen, glaube ich. Gut, super, toll. Voll viel Punkte. Weiter. Machen wir da gleich einen neuen Stand. Das ist Level 18 von 24. Also fehlt 18, 19, 20, 6 Level plus ein Secret Level. 7 Level. Sicher. Boah, wie. Man hat nicht mal eine Sekunde Ruhe und schon kommt was. So. Was ist das denn? Ach gut, das ist nur so ein Bombenleger, der gleich abhaut. Dann ist alles okay. Es wird schon wieder so ein Lava-Level. Ja, wie das ganze System offensichtlich. Dann mit anderer Musik beim nächsten Mal. War das eine andere Musik? Wir können die ja schon mal direkt umstellen. Das ging auf F2. Sound Effects. Ja, musste man umstellen. Browse. 2. Und wir hören Musik. Klingt wie so ein Atmen von einem Endgegner. Naja, egal. Mein Name ist Sam. Das war's hier erstmal. Nicht mehr lange, dann haben wir das in 2 geschafft. Dann können wir mit Zelda spielen. Aber das Add-on kommt natürlich auch noch. Vertigo. Ciao, ciao.